Mehr Maßnahmen gegen die Teuerungen verlangte man heute von Seiten der NEOS. Da war es der Sozialsprecher Gerald Lorker und Generalsekretär Douglas Hoyos, die gemeinsam darüber sprachen, dass man in diesen schwierigen Zeiten die Bevölkerung mehr entlasten müsse. Und vor allem auch die nachhaltigeren Lösungen, die wurden gefordert. Die Bevölkerung, die soll auch tatsächlich davon profitieren, wenn es Maßnahmen von Seiten der Regierung gibt. So die beiden NEOS-Vertreter. Besonders leidtragend seien der Mittelstand, die junge Generation, aber auch die Unternehmen. Diese müssten nun in dieser schwierigen Zeit besonders entlastet werden. Dabei stellte Gerald Lorker einen 4-Punkte-Plan vor, der nun umgesetzt werden sollte, um den Menschen auch wirklich Entlastungen zu bringen. Der erste Punkt dabei war, die Lohnnebenkosten zu senken, denn im Herbst, da beginnt die nächste Lohnrunde und da müsste noch einiges getan werden. Zusätzlich auch die kalte Progression, die müsse abgeschafft werden. Als dritter Punkt war es dann die Inflationsrate entlang der Pension, die müsste angepasst werden, eine Anpassung von 5,8% für die Pensionen, wie es auch der aktuelle Wert ergeben hat, wird dabei gefordert. Und noch als letzten Punkt, da geht es dann darum, im System sparen und nicht an den Menschen. Ein Satz, den auch Sebastian Kurz schon gesagt hatte, Lorker wiederholte ihn und sprach davon, dass nun tatsächliche Daten folgen sollten und nicht nur leere Worte. Kritisch angesprochen wurde in diesem Zusammenhang auch die KOFAG, die Auftragsvergabe im eigenen Beraterkreis, so Lorker, die müsse aufhören. Tatsächliche Entlastungen müssen nun anstehen. Der Bevölkerung muss man in dieser schweren Zeit zur Seite stehen.